Ja, liebe Leute, alle herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 3. Wir machen heute weiter. Wir haben ja mit der, oh Gott, letzte Mission, Gott sei Dank, dann irgendwie doch einen zweiten Versuch geschafft. Jetzt müssen wir es nochmal versuchen. So, wir gehen jetzt heute vielleicht in die letzte Mission. Wer weiß, ob das tatsächlich sogar die letzte Mission ist. Ich hoffe es ja, dass es nicht diese eine Mission dabei ist. Oh Gott, die so assi sein wird. Ich glaube, ich kann unser Auto gerade mal hier hin. Und dann könnte es sein. Das ist das Letzte, was wir heute sehen in GTA 3. Dann würde es nämlich morgen mit GTA San Andreas wieder weitergehen. Ach Gott, nein! Miguel certainly has some of that famous Latin stamina. I'm quite exhausted. We underestimated Catalina's plans for Spank. It reaches far beyond the yard he's selling it on the street corners. The cartel have a front company, the Kappa Coffee House. They've been selling Spank through the street stalls. We have no choice but to put these drug stands out of operation. Smash them to splinters. Ich hatte es geahnt. Okay, wir haben noch ein bisschen was Zeit. Suche in den ganzen Stadtteilen von Liberty City. Okay, jetzt müssen wir gucken natürlich, dass wir vielleicht, wenn wir Glück haben, es ein bisschen simpel machen können. Wir können nämlich versuchen, weil ich weiß, dass diese Mission so aufgebaut ist, dass wir quasi zerstören müssen und dann 8 Minuten Zeit haben, alle zu zerstören. Mein Ziel ist es natürlich jetzt erstmal, alle zu suchen. Und die werden uns, glaube ich, nicht angezeigt. Ja, wunderbar. Das ist wunderbar. Wenn wir nämlich jetzt was anderes machen. Wir machen das jetzt total simpel. Ich will mir gerne mal die Möglichkeit haben, alle anzeigen zu lassen. Und wenn ich die alle angezeigt habe, dann weiß ich auch Bescheid. Da ist Nummer 3, 4, 8 sind es insgesamt übrigens. Nur so nebenbei. Wir fehlen uns noch 3. Wie werden wir die nämlich noch haben? 5. Also simpel ist es eigentlich relativ easy, wenn man weiß, wie es geht. Weil ja, ich weiß, wie die Missionen aufgebaut sind. Auch die letzte Mission. Weiß ich ungefähr, wie wir was machen werden. Dazu müssen wir jetzt natürlich erstmal wieder auf eine. Gut ist, ich muss sie nicht suchen. Also jetzt fehlen, wie gesagt, noch 3. Wie gesagt, wir haben Zeit genug, wie gesagt, in der Mission. Ja, wir haben dann 8 Minuten Zeit, das wissen Sie, weiß ich auch. Wir müssen, wie gesagt, sobald die erste aber zerstört ist, haben wir 8 Minuten Zeit. Ich weiß, dass am Stadion, glaube ich, noch eine ist. Also hier müsste immer noch eine sein. Habe ich zumindest. Oder haben wir die sogar schon? Warte, dass die hier im Stadion noch eine haben. So, so ein gefundenes Fressen nochmal. Da weiß ich nicht mehr exakt, wo die sind. Wir haben leider keine Marke.
keine Map insbesondere, wo wir die sehen könnten. Wir haben noch einen in der ersten Stadt. Wir haben noch einen... Moment, ist das die eine, die ich jetzt gerade gesehen habe, oder was? Moment. 1, 2, 3... Ja, dann 5. Okay, wir brauchen also doch noch 3. 6. Das heißt, 6 kriegen wir relativ easy und schnell hin. Und ja, es ist übrigens diese Mission, die ich also verfluche. 3, 4, 5. Ja, was denke ich von dir? Ich brauche die 6 und die 7 und die 8. Das ist hier ohne Doppelfusch. Warte mal, am Flughafen könnte noch eine sein. Ich meine, da wäre noch eine. Ich weiß doch nicht, wo die anderen beiden sind. Hau ab! Shots at will. 7. Oder waren es 9? Ich glaube, es waren 8. Nämlich geht die Map nicht größer, ne? So, warte mal. Ich fahre jetzt nochmal einen anderen Weg an. 1. Ich zähle nochmal ab. 2. Hier oben an 5, habe ich gesagt, ne? Dann müsste jetzt 7 sein. Dementsprechend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doch, es fehlt noch eine. Ist hier unten. Vier, doch fünf. Und dahinter sind noch zwei. Oh, der fällt ein bisschen im Boden, ja. 6, 7. Ja, ist klar, Alter. Du gehst mir auf. Du. Ja, ich meine, es sind 8 oder 9. Ich bin mir aber gerade nicht mehr so sicher, wie viele es sind insgesamt. Ob es 8 oder 9 sind. Ich meine, es sind 8. Gibt es eigentlich eine Meldung, wenn wir tatsächlich alle gefunden hätten?
Das wäre cool, wenn wir sogar beim ersten Mal schaffen würden. 8 meine ich. Und die Frage ist, sind das alle? Oder sind das nicht alle? Neun sind's. Scheiße, kann ich nicht zwischenspeichern? Kann ich die zwischenspeichern? Das wäre super. Weil dann hätte ich zumindest, dann hätte ich wenigstens die Karten, die Dinger aufgedeckt. Sollten sie natürlich beim ersten Mal schaffen. Wenn nochmal abzufahren, habe ich keinen Nerv zu. Ja, schon klar. Aber eigentlich müsste was schaffen. Weil das sind alle 6 Stück hintereinander. Die kriege ich in wenigen Minuten weg. Weil jetzt können wir nämlich hier rüber die Brücke zurückfahren. Und jetzt die 5, 6 anderen holen. Ja, hau ab bei mir. Ich hoffe es, wie gesagt, dass wir es ohne Probleme schaffen. Der eine ist hier rechts. So, warte mal. Das kriegen wir hin. Die arbeiten wir jetzt nämlich Step by Step ab. Drei von neun. Hau ab von mir, war mir so klar, dass die scheiß Cops wieder was wollen von mir. Vier von neun. Wir haben noch 5,5 Minuten. Der Finger. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung, das Ding komplett zu suchen. 5 von 9, noch 4. Weil du weißt auch, wie viel das sind noch. Wo die alle sind, meine ich. Das Gute ist, sind 2 hintereinander. Die sind beim Flughafen. Warte mal, dann machen wir die anderen beiden erst. Oh, nimm deine Scheißkarre da weg. Oder wenn ich jetzt nämlich da nicht den einen mitnehme, fahre ich wieder unnötig in die Stadt durch. Sechs. Und noch 4:20. Eigentlich sollte es machbar sein. Für 3 Stück auf jeden Fall noch. So, der eine ist jetzt hier. Oh, das war mir so klar.
Die scheiß Taxen da noch rumfahren. Ich muss jetzt hier runter erstmal. Hier links gleich. Und dann war ich. Oh Mann, fahrt mir doch am besten. Fahrt mir doch alle in die Karre, ihr Vollidioten. Zwei. Mir kommt's interessiert das gerade gar nicht, dass ich hier mit der Dings rumlaufe. So, nach zwei in Chance halt wähl. Die sind am Flughafen unten. Fast 3 Minuten. Für beide. Nein! Aber es ist eine Möglichkeit, um das Auto wegzuwechseln. Na, es ist trotzdem machbar. Das sind 2 Stück noch. Also es war die richtige Entscheidung, diese Mission so anzugehen. Aber einen Moment. Ich sag noch nichts. Das war mir klar. Habe ich jetzt gerade das Gefühl oder täuscht mich das gerade, dass mich einer verfolgt? So, wir haben noch 1:18. Für den letzten. Wir haben 8 von 9. Der ist hier oben. Der ist keine Minute mehr. Aber jetzt glaube ich, kriegen es hin. Wenn ich mich allzu blöd anstelle, da jetzt nicht 20 Gegner auf mich warten, habe ich jetzt eigentlich kein Problem. Das war's. So, also nochmal. Das, was ich eigentlich schon die ganze Zeit ansetzen wollte, war. Hau ab, gib her! Boah, leck mich doch am Arsch. Das Einzige, was ich jetzt auf jeden Fall noch ansetzen wollte, war. Es war die richtige Entscheidung, definitiv erstmal die Dinge ab. Halt die Fresse. Du hast mir gerade die Karre kaputt gelegt. Die Dinger erstmal anzufahren, damit wir überhaupt wissen, wo müssen wir überhaupt hin? Und dann war es eigentlich nur noch simpel zu fahren. Da hast du doch ein simples einfach, wir fahren die Dinger einfach nur entspannt ab und zerstören sie und haben sie erledigt. Und dann haben sie am Ende, glaube ich, in 7 Minuten irgendwas knapp erledigt. Also wir hatten doch 45 Sekunden oder so, oder was? 40 Sekunden, keine Ahnung. War auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Gut, dass die Zeit nicht gelaufen ist schon. Als wir den ersten hatten, weil sonst wird es dramatisch schwieriger geworden. Ich habe die Mission nämlich bei einem Let's Player mal gesehen. Es müsste jetzt also noch ein oder maximal 2 Missionen sein. Und da müssten wir eigentlich tatsächlich schon durch sein in GTA 3. Wie auch sei. Ja. Wie gesagt, sonst ist es schwieriger geworden, die alle zu finden. Weil dann hätte ich mir nämlich eine Karte auf einmal nach der Karte mir den Weg planen müssen. Deswegen war auf jeden Fall die komplett richtige Entscheidung. Wie gesagt, erstmal entspannt die Dinger abzufahren.
aufzudecken, zu wissen, wo wir überhaupt hin müssen, die Wege so ein bisschen einzuprägen. Oh, leck mich doch. Boah, meine Güte, entscheide dich doch mal. Und dann war es eigentlich nur noch... Wir machen das schon. Das Gute war, dass hier in Staunton Island 4 oder 5 Stück, glaube ich, 5 Stück waren das, glaube ich. 2 dann in der Shoreside Vale und 2 in der ersten Stadt noch. Dann haben wir es nämlich auch, dann war es kein Problem mehr. Dann haben wir das easy peasy gepackt. So, dann fahren wir die jetzt noch schnell zurück. Speichern das ganze Ding. Wie gesagt, nochmal machen will ich es nämlich nicht unbedingt. Deswegen bin ich froh, dass wir die Mission beim ersten Mal ohne Probleme geschafft haben. Weil wenn ich die jetzt nämlich verkackt hätte und das ganze Ding hätte nochmal müssen, weil ich hätte dann nochmal alle Dinge abfahren müssen, um mir wirklich die Wege zu markieren, weil so kann ich nach Punkt für Punkt abfahren und habe schon einen Anhaltspunkt. Weil die Dinger sind nämlich nicht von Anfang an alle vorgegeben. Das ist es halt an der Sache. Wäre die von Anfang an vorgegeben, wäre die Mission um einiges einfacher gewesen. Gut, dass wir sie nicht erst suchen mussten. Wie gesagt, das war so geklappt, wie ich mir das eigentlich gedacht habe. So, ich setze den Panzer jetzt mal gerade rückwärts raus. Eventuell brauchen wir den gleich noch. So, ich das heute mal richtig. Ich stelle es mal raus. Ja, geht ja um seine kleinen Bugs. Na, ist mir egal. Gut, wir brauchen sie ja nicht, weil es ist nur so ein billiges Bobcat. Scheiß drauf. So lang so. Die beiden Missionen, außer die eine, die haben ein bisschen böse verkackt, aber. So. Super. Dann haben wir das geschafft. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play GTA und dann vielleicht mit der letzten Folge für dieses Let's Play. Naja, bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss bei Let's Play GTA 3. Tschüss.